Hallo zusammen und willkommen zum Krieg. Waters of Elysium gegen Ultimato. Warum Waters of Elysium? Wir haben uns zusammengeschlossen mit Elysium. Und ja, wir hatten Probleme, die hatten Probleme. Lösung der ganzen Sache, man schließt sich zusammen. Und in dem Moment haben wir auch wieder Kriegspunkte, die Top 100 würdig sind. Und so schnell kann es gehen. Und ohne jetzt nachtreten zu wollen, ein paar von unseren Kollegen hätten einfach ein bisschen geduldiger sein müssen. Aber lassen wir das Thema. Wir haben Rush und wir haben frisches Feld. Und wir haben Strü, der schon ordentlich was weggemacht hat. So, wir werden uns auf jeden Fall mal mindestens eine Elfriede nehmen. Aber vielleicht auch erst zum Schluss. Nehmen wir erstmal Tanja hier. Die gute Tanja. So. Nein, dich können wir nicht mitnehmen. Zack, zack. Was nehmen wir als Ersatz mit? Brauchen irgendwelchen Damage. Blauer Damage. Nee, wir spielen erstmal ein anderes Team. Ich überlege mir noch, was ich mit den Helden mache. Spielen wir erstmal das Team. So. Das sollte mana-technisch auf jeden Fall passen. Ja, Rush ist jetzt wieder so ein bisschen Lotterie, logischerweise. Wobei der Gegner nicht ganz so viel Lotterie beinhaltet wie andere. So. Erstmal den. Kriegen wir hier vielleicht. Ah, jetzt kriegen wir nochmal rot. Aber wir brauchen auf jeden Fall blau zeitnah. Bevor hier Frieda oder Justitia oder Weihnachtsmann ein zweites Mal auslösen. Das ist wichtig. So, zack. Jetzt kommt er schon wieder. Oh je, das wird bitter. Und das ist eigentlich einer der leichteren Gegner. Ja, wenn ich Rot nicht zusammenbekomme, ist halt traurig. Death Down habe ich eh drauf. Oh, das ist gut. Jetzt bitte Minions, lasst Ariel am Leben. So. Ist halt die Frage, haben wir überhaupt genug Damage, um den Kollegen da vorne wegzumachen? Okay, für den Weihnachtsmann wird es wohl reichen, es sei denn, er wird gleich wiederbelebt. Ja, natürlich wird er gleich wiederbelebt. Man muss mal kurz pausieren machen. Okay, der Kleine kann nicht ohne den Papa. Jetzt muss ich hier durch. So. Ah, blau wäre schön gewesen. Blau wäre echt schön gewesen. Jetzt haben wir ein bisschen blau. Ob bitte Weihnachtsmann löse nicht. Okay, er löst aus. Bitte Weihnachtsmann, lass Ariel leben. Oh, es ist vorbei. Die lösen ja alle aus.
Und er hat schon wieder ordentlich geheilt. Na prima. Auch der heilt doch jetzt nicht noch einmal, oder? Philipp, du gibst eine richtig gute Kulisse hier ab. Für meine Niederlage. Ja. Opa. Ein Punkt. Vielen Dank, lieber Alberich. Kommst du jetzt zugucken, was der Papa hier versemmelt? Da, ja. Du kommst also zugucken. Vielleicht brauchen wir auch einfach nur eine One-Shot-Combo. Was meinst du? Der Franz braucht keine große Truppe. Okay, wir nehmen noch mit Ketel, glaube ich. Und Gullen. So, Franz reicht die Truppe. Er kriegt die. Ja, grün und gelb wäre es gewesen. Schwierig. Das ist aber ein schöner Kipplaster. So, jetzt kriegen wir zumindest ein bisschen was zusammen, was wir brauchen. Machen wir erstmal den. Das ist traumhaft schön. Er löst zwar wahrscheinlich gleich wieder aus. Aber wir machen jetzt den. Die Grünen sollten jetzt für ihn reichen. Er kann nicht auslösen. Hier machen wir noch mal den und dann noch mal den. Ich glaube, hier können wir noch mal auf Zeit spielen. Genau. Ich werde beklettert. Ja, genau. So, Power von Gullin Bursti. Müsstest du nicht schon beim Mittagessen sein, mein Sohn? Boom. Nicht so laut ins Mikrofon atmen. So, das war's jetzt. Das war's mit Tanja. So, und jetzt hätten wir gern einen One-Shot. Wie machen wir das denn mit dem guten Ludwig? Gelb-lila, würde ich sagen, ha? Was machst denn du hier? Und Malosi. Der gute Malosi. Wo ist er denn hier? So. Alles gut, mein Kleiner. Du kannst ja nicht überall draufklettern. So, der kriegt auf jeden Fall das. Ihm reicht es.
Finger weg von den Bananen, die sind für den Kindergarten am Montag. Ah, ah. So. Hier ist jetzt die Frage, haben wir irgendwie eine Chance, das Gelb zusammenzukriegen? Ja, haben wir. Aber er wird auslösen, oder? Er stirbt. Lucky Dave. Lucky Dave. So, wir haben keinen Wiederbeleber. Was stört uns eigentlich am meisten? So, zack, zack, zack. Hier holen wir uns gleich wieder alles an den Start. Zack, zack. Ja, das sieht gut aus. So, Alfrike. Alfrike und Mutter Nord auf rechts. Da kann er ja jetzt auch nicht so geil sein. Wir nehmen auf jeden Fall Lady of the Lake. Wir nehmen auf jeden Fall Zock. Oh oh. Wir nehmen Balder mit. So. Und dazu ein bisschen Damage, würde ich sagen. Nur welche Farbe nehmen wir Damage mit? Wie sieht denn das der Rest des Teams aus? Oder noch ein bisschen Mana-Kontrolle? Haben wir noch Mana-Kontrolle irgendwo? Da bist du ja schon wieder. Ich würde sagen, Proteus wäre eine Idee und Rigard. Mhm. Proteus und Rigard als Kleriker. So. Zock kriegt die 30, er kriegt die 20, die Herrin kriegt die 5, weil sie ihre Wappen hat. Und los geht's. Ah, ah. Jetzt hätte man Gelb gebrauchen können. Machen wir mal den. In der Hoffnung, dass es nicht zu viel ist. Das ist okay. So, wen schläfern wir ein? Das ist jetzt wichtig. Lila ist auf der rechten Seite. Wir schläfern links hinten ein. Sie kriegt den Zock. Und jetzt spielen wir hier Lila erstmal in die Mitte. Und er ist schon wieder erwacht. Machen den. Und machen den. So, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Grün. Wir haben die Heiler auf der rechten Seite erstmal. Okay, Mutter Nord hat es nicht abbekommen. Mutter Nord hat es nicht abbekommen. Zack. So, jetzt müssen wir ein bisschen. Nee, das wird nie reichen. Wir müssen den Rigard lassen. Und hoffen, dass wenn er getroffen wird, er wieder steht. Hat er nicht. Und er ist weg, würde ich sagen. Also heute, also, wie gesagt,
Rush ist Lotterie, so ein bisschen zumindest. Und so ganz optimal kann ich mich nicht konzentrieren, hä? Ja, Mama. Wenn du sehr so zu Mama willst, dann geh doch bitte zu Mama. So, auch hier brauchen wir wahrscheinlich wieder zwei. Was leben wir uns auf? Welches Team? Das Sturmfang Mariana Asterios Team, würde ich sagen, heben wir uns auf. Gehen wir jetzt. So. Ach, wir haben. Zack, 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 zack. So. Schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. So, okay, wir haben Rot. Das ist wichtig. Das ist nicht gut. Stopp. Huh. Oh, und ja, knapp oh. Zumindest verreck mal daran nicht. Jetzt mal den machen. So, das sollte für Glenda reichen. Kommt Baldur mit seinem Zauber über sein volles Leben? Ja, minimal. Okay, dann zack, zack, zack. Und jetzt spielen wir auf jeden Fall linke Seite. Ich will nichts irgendwie dort rechts reinspielen. Wenn Baldur noch immer auslöst, ist mir das relativ bums. Eigentlich sogar komplett bums. So. Jetzt löst er noch immer aus. Nö, löst er nicht. Danke, lila Stein. So, jetzt drücke ich nochmal Pause und frage mal nach dem Backup. So, vielen Dank schon mal an Niki für das Übernehmen des Backups. Ich muss ihn nochmal schnell anschauen. Umgeht Lakaien? Lakaien will ich ja nicht spielen. Der macht eigentlich nur Schaden und macht diese fiesen Lakaien. Okay, wir gehen, suchen uns einen Viscaro. Ich glaube, wir nehmen sogar ihn. Und gehen mit ihm. Zack. Zack. Und Mickey. So, machen das noch so rum. Und los geht's. Dankeschön. Ich krieg gerade eine Mandarine geschenkt. Das kann ja nur Glück bringen. Hat gut geschmeckt, danke. Ich bin doch keine Trommel. So. Jetzt machen wir erstmal die linke Seite gleich. Bitte nichts umbringen. Ah,
Ich weiß gar nicht, ob das reicht zum Wegheilen. Das reicht nicht. Aber das reicht, was ein Damage angeht. Weil die Kombi einfach nur richtig krank ist. So, jetzt haben wir bitte blau. Oh, die machen ja ordentlich Schaden. So, jetzt haben wir es aber weggeheilt, oder? Wir haben es nicht weggeheilt. Ja, Papa ist gleich fertig, mein Schatz. Mickey hat widerstanden. Bitte nicht Sturm fangen. Mein Mickey hat natürlich auch widerstanden. Das ist jetzt dramatisch. Sollen wir das nochmal rot machen hier? Nein! Das wird eng, Philipp. Das wird eng. Wir können zwar nochmal silenzen. So, wie lange hält denn dieser Silence noch? Eine Runde. Jetzt kann man nur hoffen, dass der Auto-Attack nicht Asterius tötet in Kombination mit dem Fiend. Na, war ja klar. War ja klar. So. Jetzt können wir nur... Er widersteht natürlich jedes Mal. Wie viel zieht denn der eine Blaue ab? Nicht viel. So. Können wir auch eigentlich... Wie lange sind wir noch gesilenced? Noch 3 Runden. Wir müssen es jetzt erst einmal... Wir spielen das nochmal so. Lassen uns nochmal silenzen und spielen keinen Stein in ihn rein. Dann sollte Sturmfang keinen Debuff mehr haben. Nein, genau. Bevor Mickey wieder auslässt und wir kriegen ein bisschen Heilung. Wir müssen das hier sauber und langsam spielen. Autsch. Autsch. Oh oh, ja. Oh oh, das sieht gerade sehr nach oh oh aus. So, wie lange sind wir noch gesilenced? Noch eine Runde. Den grünen können wir spielen. Jetzt kriegen wir nochmal Heilung. Holen wir uns nochmal Heilung. Machen wir uns komplett voll. Und dann lösen wir den einen Diamant aus hier. Wir lösen den grünen aus, weil der geht in den gelben über. Jetzt spielen wir mal ein paar Steine rein. Wir haben ja noch unseren Mickey-Buff. Mama. Ja, wir gehen gleich zum Mama Mittagessen. So. Aber das sieht gut aus. Das war ganz schön ein Drahtseilakt hier gegen Bararo. Aber in dem Moment haben wir unsere 200 Punkte weg. So, vielleicht sogar 210. 209 ist okay. Schauen wir nochmal fix in die Def rein. Da war ich ein One-Shot. 50 Punkte sind doch One-Shot, oder? Ja. Ja, zweimal One-Shot, na prima. Meine Def ist Mist. So, schauen wir noch. 102 Rest, 50 Rest. Also 50 Angriffe sind es ungefähr für 2400 Punkte. Das sieht ziemlich gut aus für uns. Wäre ein schöner Start in die mit den neuen Kolleginnen und Kollegen. Und würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.